geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute nach langer Zeit mal wieder ein Hide-and-Seek-Video um diese knackigen 1000 Euro. An erster Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank an den Fernsehturm, dass wir das ganze Projekt hier drehen dürfen. Kommt gerne vorbei, falls ihr irgendwann mal in Berlin seid oder sogar selber in Berlin wohnt. Gönnt euch die Aussicht, ihr werdet es gleich auf jeden Fall noch sehen. In dem Fernsehturm oben gibt es auch sogar ein Restaurant. Ich werde das euch gleich auch noch zeigen. Dort könnt ihr ganz entspannt mal mit eurer Familie oder mit einem Date sogar herkommen und dort einfach mal essen. Und ich würde sagen, wir stellen jetzt die Gäste vor. Robert White, a.k.a. Opa White. Der ist der einzige Junge, den ich kenne, der mit seinen knackigen 14 Jahren aussieht wie 64. Aber ich lieb dich trotzdem, Robert. Chana J.K. Halb Mensch, halb Katze. In Grundschule war sie die Besten. Verstecken spielen, ob das jetzt hilft, das wissen wir nicht. Shirley, a.k.a. Hau 2 Shirley. Selbst die Verwirrung ist bei ihr verwirrt. Ob sie die Bromato-Gang stolz machen kann, das wissen wir nicht, aber ich hoffe schon. Alpay Santi, a.k.a. Lütfi Roy. Ob er sich verstecken kann? Pah, die Frage ist eher, ob ihn jemand finden will. Sydney Burney, a.k.a. Wingman für Witze. In der Grundschule hatte verdammt nochmal jeder vor ihm Angst. Und das nicht nur wegen seinem Aussehen, sondern weil er auch der Zerschmetterer genannt wurde. Okay, Freunde, jetzt habt ihr gesehen, wer alles heute am Start ist. Ich würde sagen, seid ihr ready? So, von? 5 Minuten Zeit, let's go! Das fängt jetzt mal wieder an. Geht jetzt schon los, oder was? Amateure. Let's get los! Ich will einfach nur nach oben, damit ich nicht als erstes gewohnt werde. Renn. Ich bin sehr gespannt, wo sich die ganzen Leute verstecken werden. Wir werden jetzt erstmal 5 Minuten hier ein bisschen rumsteppen. Ich denke mal, dass wirklich eigentlich fast alle nach oben gehen werden. Diese View, heftig. Ich verstecke mich hier und ich glaube, ich werde als Erste gefunden. Aber ich weine, wenn ich als Erste gefunden werde. Alpay, denkst du, man sieht mich? Wer wünscht sich Chili nicht unter Weihnachtsbaum? Ich glaube, ich brauche ein anderes Versteck. Junge, Rummel ist auch da. Hä? Ich geh jetzt einfach mit dir mit. Ich will nicht allein sein. Oh, ich kann nicht. Hä? Scheiße. Ich geh in einen anderen Fahrstuhl, ich hab keinen Bock mit euch. Junge, ich kann nicht mehr. 2 Sekunden gerannt. Oh, hier sind Twix. Ein Bounty schadet nie. Jetzt geht's hier hoch. Oh. Lass die Party beginnen. Das kann nicht mehr. Können wir kurz eine Fahrstuhlmusik machen? Ding, ding, ding. Perfekt. Freunde, seht ihr das? Ich glaube, ich werde mich hier verstecken. Es ist zwar nicht so, nicht so ein gutes Versteck, aber es könnte ausreichend sein. Okay. Okay, haut rein, ja? Ja, tschüss. Ich genieße jetzt auch mal die Aussicht. Ah, ist das schön. Da ist der Rhein. Ah, hier ist ja auch eine Frauentoilette. Oh mein Gott. Digga, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Aber Leute, guck mal diese Aussicht. Digga, wir sind einfach im fucking Fernsehturm. Sidney, du musst dich auch verstecken, Digga! Oh shit, ich muss mich verstecken. Ich hab gerade die Aussicht genossen. Wir müssen noch eine nach oben. Scheiße, ich bräuchte so Wasser, was ich da rauskippe. Wenn auf den da pisst gerade jemand, das wäre so gut. Hätten Sie vielleicht schnell ein Glas? Ein Glas? Einfach nur normales Glas? Ja. Wofür brauchst du jetzt ein Glas? Ich tue es, als würde ich pissen, wenn ich da. Wenn oh Gott, ankommen. Wie schlecht ist das? Ich tue es, als würde ich pissen. Wenn ich jetzt direkt halte und Levin hier steht, heul ich. Ich glaube einfach, Robert, ich glaube. Ich habe Siegen im Urin, dass ich dieses Spiel gewinnen werde, indem ich mich einfach hinter dieser Theke verstecke. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst Levin. Nee, aber ich nehme jetzt deinen Spot, okay? Du hast nicht Spot geklaut. Fahrstuhl ist da. Es ist scheiße riskant, aber ich fahre jetzt runter. Ich glaube, mein Versteck ist echt schlecht, aber ich glaube nicht, dass ich als Erste gefangen werde. Nee, Service. Okay. Ausgang. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Sieht man mich? Ich habe ihn gefragt, ob er pfeifen kann, wenn Levin kommt, und er hat ja gesagt. Also wie gesagt, ich bin in der Frauentoilette und wenn er dann versucht reinzukommen, werde ich das Wasser in die Toilette dingsen, als würde ich da reinmachen. Ich hoffe, er verpisst sich dann auch direkt wieder. Ich glaube, er geht hier nicht rein. Ich glaube, er geht hier wirklich nicht rein. Okay, Freunde, die Zeit ist rum. Wir fangen an zu suchen. Wir steppen erstmal hier rum. Was habe ich eigentlich für große Nasenlöcher? What the fuck? Das hier wäre schon mal ein richtiges Killer. Wir müssen erstmal hier die Treppen abchecken, als wenn da jemand drunter liegt. Gutes Verstecker. Ja, ich bin echt gespannt. Wer immer als Erster gefunden wird, der hat immer die Arschkarte gezogen. Ich glaub,
glaube, hier unten ist echt niemand, ne? Ich glaube, echt unten ist auch echt niemand. Ich glaube, die sind echt alle oben. Der andere Fahrstuhl kommt jetzt gerade. Oh nein, da muss Levin drin sein. Wo kommt der sicher hoch? Ja, kommt hoch. Das ist Levin, das ist Levin. Digga, das wäre so gut, das wäre so gut. Scheiße, Mann, das wäre perfekt. Okay, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns so schnell verstecken. Oh, Levin kommt, glaube ich. Warum? Warum? Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal im Fernsehturm wart in eurer Stadt oder ob ihr tatsächlich schon mal im Berliner Fernsehturm wart. Ich glaube, das wäre so eine richtige dumme Idee. Aber es wäre auch vielleicht eine schlaue Idee. In den Toiletten. Oh mein Gott, ich hätte mich nicht bewegen dürfen. Wer kommt immer näher? Hab ich gedacht, du kannst nicht ins Frauentoilette jetzt eigentlich, oder? Nee, ich gehe trotzdem, oder? Erste Toilette. Ah! Oh mein Gott! Erste Toilette ist clean, Freunde. Schauen, wir gehen jetzt hier auf ganz andere Kamera. Hallo? Jemand dachte vielleicht, dass ich nicht ins Mädchen tue. Ich ist auch clean. Das ist keiner. Wir müssen echt alles abchecken. Hier hinter dem Tresen wäre auch ein sehr, sehr krasses Versteck. Oh mein Gott, das ist Robert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, Digga. Wo ist der Ausgang? Hier. Das ist der Ausgang? Ja, hier muss man runtergehen. Ach, du hast die Tür zugemacht? Ja. Schade! High ist out! Fuck, Digga! Bin ich der Erste, der erwischt wurde? Ja! Oh mein Gott! Ja! Wir haben die erste Person. Okay, wir fahren jetzt mal hoch, Freunde. Unten wurde jetzt bis jetzt nur Alper gefunden. Das heißt, also es sind noch 4 Personen oben. Scheiße! Oh nein. Aber vielleicht kommt jetzt unser Fahrstuhl. Entweder ist es Levin oder unser. Es ist jetzt 50-50, ne? Okay, Freunde, wir fahren jetzt nach oben. Schaut euch das mal an hier für den Rumpf, oder? Jetzt geht's einfach mit wie viel? 6 Metern pro Sekunde? Ja, steht ja hier. Ja, 6 Metern pro Sekunde fahren wir jetzt nach oben in 300 Metern Höhe. Lass uns kurz hier hinter verstecken und dann laufen wir vorbei und dann gehen wir dann vorbei so. Das ist das Dümmste aller Zeiten. Und kein Wort sagen, Digga. Wollen wir? Ich hab hier ein Rennen. Er ist da. Freunde, schaut euch erstmal, first of all, bitte diese Aussicht hier an. Dicken Kuss auf jeden Fall nochmal an den Fernsehturm, dass dieses Projekt möglich ist. Wow, einfach nur wow. Scheiße. Okay, hier ist eigentlich ein gutes Versteck. Ja. Muss gleich nochmal gucken. Laufen wir erstmal runter, dann könnte man sich hier so reinlegen. Ey, das wäre auch richtig krass, wenn hier so quasi sich jemand so hinhängen würde. Ja. Fahrstuhl. Alter! Oh mein Gott, mir ist heiß, ich kann nicht mehr. Das war so close. Wir sind noch einmal im Kreis gelaufen. Ja. Niemand mehr gefunden. Die Toiletten, Freunde. Es sind, glaube ich, die Toiletten. Ja. Boah. Digga, wir haben es geschafft. Hier seht ihr die zwei Gewinner. Aha. Toilette Nummer 1. Toilette Nummer 2. Toilette Nummer 3 auch? Hä? Ich komme, kommt. Ja, wir gucken hier mal rein. Okay, wir checken hier mal. Ist raus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Bin ich die Erste? Nein, du bist die Zweite. Wer war Erste? Alpine. Okay, Schiri, wo du fliegen kannst. Ja. Hey. Sie haben gar nicht gepfiffen, sie haben gesagt, sie pfeifen. Ich dachte, das wird da jetzt fällt auf, weil er war schon da. Wir haben noch 3 im Game. Die Klos sind free, das heißt, wir sind sehr sauer oben rein. Mann, es gibt hier nämlich auch ein richtig, richtig wildes Restaurant, wo man mal essen gehen kann. Wurde es gefangen? Ja, wir nicht. Alpine wurde schon gefangen. Schlechter können wir gar nicht werden. Ist auch keiner. Aber 3 Leute sind hier und wir haben schon alles abgelaufen. Die laufen safe rum. Die extrem offensichtlichen Orte sind oft die sehr, sehr guten. So sehen Sieger aus. Lolala. Okay, wir schauen jetzt hier nochmal alles genauestens ab. Vielleicht liegt doch jemand hier irgendwo so. Wenn ich mich jetzt hier verstecke, dann sieht er mich zumindest nicht, wenn er runterkommt. Das wird eine Challenge. Boah, passe ich hier drunter? Ich passe nicht drunter. Dafür bin ich ein bisschen zu breit. Jetzt sollen wir da nochmal runter? Wo verstecke ich mich? Verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, Digga. Ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt ein bisschen beeilen, Freunde, weil wir haben jetzt nur noch 2-3 letzte Minuten. Boah, das ist auch ein richtig gutes Versteck. Hä? Hier ist auch free. Ich überlebe. Er kommt. Fuck, er kommt.
Ah. Nein, Digga. Robert wurde gefangen. Das ist so gut. Digga, fehlt nur noch Sydney. Und Chana. Ihr habt Chana nicht gefunden? Wir schauen mal unten, Freunde. Wir schauen, Freunde. Scheiße! Hey, das heißt? Nur Chana hat gewonnen! Nein! Scheiße! Ich bin Zweiter, aber Chana hat gewonnen! Oh. Weißt du, wo Chana ist? Ja, Frauentoilette. Ich war bei der Frauentoilette. Digga, dann war die das. Die hat mit Wasser gepinkelt. Digga, dann hat sie uns verarscht. Das war die. Das war die. Oh mein Gott. Das war Chana? Digga, wir haben. Es wurden alle gefunden. Ich hab gewonnen. Wir gehen nochmal hier rein, Freunde. Das kann ja nicht sein. Schauen wir mal, wer hier ist. Ich dachte die ganze Zeit, hier ist sie auf dem Klo, ich bin so voll leise gewesen, haben überall reingeschaut. Digga, Chana hat einfach raus. Ja! Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem wilden Video hier im Fernsehturm. Ey, was war das heute für eine krasse Location? Checkt auf jeden Fall den Fernsehturm-Pub, ist der erste Link in der Beschreibung. Kommt gerne mal vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich schiele das letzte raus. Drückt die Glocke! Und abonniert! Und abonniert alle! I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels.